Mit dem Training habe ich angefangen, als ich 19 war. Habe dann 2 Jahre später meinen ersten Wettkampf gemacht. Bin auch knapp an der Juniorenklasse vorbeigeflogen, da ich eine Woche vor dem Wettkampf 21 geworden bin. Musste natürlich sofort in die Männerklasse 4. Ich hatte, denke ich mal, 93 Kilo. Ja, und in der Newcomer-Klasse habe ich den 2. Platz gemacht, auch Schwergewicht. Und in der Männerklasse 4 habe ich den 4. Platz gemacht. Ja, ein Jahr später habe ich meinen ersten Sieg gefeiert, habe die Männerklasse 4 gewonnen, hatte ich damals ungefähr 100 Kilo und natürlich den Gesamtsieg. Ja, für Deutsche Meisterschaft habe ich dann den 4. Platz gemacht, war aber recht zufrieden. Januar 47, der Wissler. 2001 habe ich dann natürlich Pause gemacht, wollte ein bisschen Masse aufbauen. Als ich in der Vorbereitung 2002 war, habe ich mich ein bisschen verletzt an meinem Knie. Musste natürlich meine Vorbereitung 4 Wochen vor der Meisterschaft abbrechen. Ja, und dann hatte ich eigentlich eher weniger mit dem Wettkampfsport zu tun und dann 2002 im Herbst habe ich kurz den Verband gewechselt und wurde bei WPF Deutscher Meister Gesamtsieger und Vize Mr. Universe. Ja, und war natürlich nicht so mein Ding und da ich sowieso Profi werden wollte, musste ich natürlich zurück zur IFBB und mich natürlich mit dem besten Jungs zu messen und 2004 bin ich nochmal gestartet, wurde wieder Landesmeister, Gesamtsieger und auf der Deutschen wurde ich knapp geschlagen von Steffen Müller. Ja. Ja, ein Jahr später, 2005, habe ich natürlich die Deutsche gewonnen, auch vorher natürlich zum 3. Mal Landesmeister, Gesamtsieger. Ja, die Deutsche Meisterschaft habe ich gewonnen und natürlich auch den Gesamtsieg. Ein paar Monate später musste ich mich dann wieder vorbereiten für die WM. Natürlich erst für die WM-Quali, der habe ich auch gewonnen. Ja, die WM in Shanghai in China war natürlich recht überraschend auch für mich. Ich habe Schwergewicht gewonnen und auch noch Gesamtsieg. Eigentlich wollte ich schon nach der deutschen Meisterschaft, die ich gewonnen habe, ins Profigeschäft wechseln. Musste natürlich auch den schwierigen Weg machen über die WM. Hat mir aber sehr viel gebracht, da ich bekannter wurde und hatte natürlich überall mehr Fans bekommen, da ich halt Weltmeister aller Klassen war. Ne? Und das ist schon was Besonderes und hat sich auch richtig gelohnt. Anschließend, nach meinem Wechsel ins Profilager, habe ich auf 5 Titelblätter der bekanntesten Zeitschriften geschafft. Und es hat mir ein bisschen Mut gegeben und natürlich auch Ansporn. Und deswegen war mein Ziel, mich im ersten Profijahr für die Mr. Olympia zu qualifizieren. Und das habe ich auch geschafft. Zwar nicht beim ersten Profi-Wettkampf, nicht beim zweiten, aber beim 3. Und ich denke mal, das ist schon eine gute Leistung und die ganze Vorbereitung für die Meisterschaften werdet ihr auf meiner DVD sehen. Was?
I started my chest workout with incline bench press because my weak point is my chest. I do two or three warm-up sets. Sometimes I train with my training partner, but it's not always, but I think if I train alone, it's much better for me. I don't need to wait, or I don't need to ask my partner when he has time or like this. I need to increase my upper chest, and I do always incline bench press or incline dumbbell press. This is what I have to do to increase my upper chest. This is my weak point. I do the short reps in my incline bench press because I don't want to push with the triceps. If I push very high, so I feel it just in the triceps and not in the chest. So this is what I do in a moment. I change my training every 3 or 4 months so I can increase my chest and do some different things.
Dumbbell bench press is my favorite exercise. I like it very much. I do it every 2 weeks. I have a good feeling after exercises. It's not exactly for the upper chest, but the feeling is great. All the chest. I don't really like to do barbell bench press because it works just for my middle chest. And my weak point is upper chest, and I try to do more with dumbbells, so I have more power and more feeling in the chest after the training. In my chest workout, I do 4 exercises with 4 sets every exercise, and 8 to 12 reps every set. In my workout, I do never less than 8 reps in my sets because I do bodybuilding, and muscle grow always if you do more than 8 reps in your workout. So it's not the power alone what you need for bodybuilding. I don't do, and I don't like very heavy single reps because it's not powerlifting or whatever. This is bodybuilding, and we have always trained different than the other guys who train just for the power.
Ready.
I start my back workout with pull downs to the neck. Of course, two sets are warm-up sets, and I do four heavy sets pull down for the neck. The second exercise is pull down to the chest, front pull downs. Also four heavy sets, 10 and 12 reps every set. Most people say I have a very wide back, but I think I have not enough details in my back, so I do everything to increase and to be better and better, and to make every competition a big chance. Thank you.
I change every week the grips. The reverse grip is my favorite grip, and I feel how it works in my back. I have more pump, and I can feel more than when I train with normal grip. Thank you.
The single machine rows for my back because it's very good for my details in my back, and my back is wide, but I need to be fuller in the middle, like the other top pros have perfect back. So I'm just, it's my first pro year, so and I think I have time, but I need to train and to wait what happened. Yeah, but, bodybuilding is training over the years, and I can make very big changes in a few months. So.
Gewaltig. Ja, ist ein Unterschied zum letzten Jahr. Ja, oder? Ja. Ist eindeutig einen Sprung nach vorne gemacht. Das wird an manchen Farbigen erschrecken. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Toll. Ja, schauen wir mal, übrig bleibt. Ja. Also, es gibt Tage, da siehst du die Streifen, ja. Tage siehst du gar nichts. Am besten ist ja, wenn ich vom Bett schlafen gehe. Ja? Ja. Der Spiegel ist ja direkt über mir. Aha. Das Licht, das sieht man schon. Ja, ja. Richtig durchgequetscht. Ja, aber ich habe ja schon alles durchgequetscht hier, deswegen. Ja, klar. Ja. Die Bauchmuskeln können ein bisschen dicker sein. Die kommen irgendwie. Ich weiß, wenn ich so stehe, ja. Sind die breit und dick. Ja, ja. Ja, wenn ich so mache, ja. Ist ja. Weg. Musst du üben. Du darfst die nie so verdrehen. Ja, das ist so gegründet. Du musst halt dich groß machen. Ja. Tief einatmen, ja, richtig Luft nehmen. Ja. Und wenn du den Oberkörper anhebst, ja, dann sind die Bauchmuskeln breit. Ja. Prall, ja. Ja. Sobald du nach vorne gehst oder seitlich versuchst, seitliche Sprünge zu machen, ja. Ja, dann verschieben sie sich und dann werden sie klein. Ja. 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 The last exercise for my back, I do something different. I try to pump up my back. It's very good for pumping and stretching also, and I like it very much to do it in a last exercise in my back training. CC, CCP, aber nur 2C, also ja. S. Ne? Ja. Ja, kirgisische SSR, ja? Ja. Oder kasachische oder so. Ne? Yeah.
warm-up sets with triceps. I do always in a couple push-downs. I do 2 or 3 warm-up sets. Maybe, I don't know, 15 or 20 reps in the warm-up sets. Narrow bench press for triceps is a very good and very important exercise for me. I like it very much. I do it every week. It's a good exercise for the mass. So I need to increase my triceps and my triceps too, like all my body.
This is my favorite exercise. Working very good for my tricep. I do it always second or third exercise in my workout. So I give all the power to my triceps and try to train very heavy and to pump to pumping up my triceps. One of the last exercises in my workout. If I feel I have not enough pump in the muscle, so I do one more exercise, maybe like one arm triceps push downs, so I can pump up more and more my triceps to the end of my workout. I train my arms on by and try always in one day, in one workout. I train my tricep first because I have some problems if my arms are not enough warmed up. I can't train my biceps, so if I train my tricep first in my workout, so I don't have any problems. Oh, and it's very important to feel how it works. If you have a bad feeling, so you can get some injury or tore your biceps, or like this,
this is very important for me to do triceps first, and after them my arms are warm and can train my biceps very hard and without any problems. Barbell biceps curls is very important for me to increase my biceps. It's only for the peak of my biceps, because it's, my biceps it's not high enough. So I do it every week, every training for my peak, and I need to increase my bicep because it need to look very bigger and very better on stage, my double bicep sport. This exercise is also for biceps peak. So I try to do every workout just the exercises. They working very good for the peak of the biceps. And try, of course, train very hard.
This is my favorite biceps machine. One arm curls. I try to do it as less exercise in my workout, so I give all the power to make my biceps tire. I do always more than 10 reps. 10 to 12 reps. Morgen schon.
zu meiner Antonne haben, das ist schon was wieder eins. I prefer the front military press than the press behind the neck, but I change it every week, front press, and the other week press behind the neck. There are always two or three warm-up sets and four sets, very heavy sets. Shoulders are one of my strongest, best body parts, because I don't train shoulders too long or too much. I train just 30 or 40 minutes in a week. I think it works very good for me. Thank you.
ihn! My weak point is my back shoulder, my back shoulders. I try always to increase it and do a little more than for my side or front shoulder.
So, der bleibt doch so lange. My neck always on the same day with my shoulders, so it's just one exercise that, I think I train in a completely training, completely shoulders training my neck, so it is very easy to do it after the shoulders training. So the neck is wonderful muscles, well, we don't need to train very much or very often. So I do it every week after the shoulders training, and it works.
Mittagessen machen? Noch nicht? Das war schon. Ne, machen wir schon. Leg press, I start with two sets with lightweight, and the other six sets with heavyweight. But I never train too heavy. I prefer to do 10 to 15 reps in my sets. So it's working very good for me in a preparation for the contest. I do almost 15 reps in the leg press, so it makes very good changes, and I had a small injury in my knee, so because I don't train too heavy, I try always to train correctly and clean.
ich mache noch circa 4 Stück. Kannst du wieder drauf lassen? Ja, von mir aus. Ja, ist immer so, ja. Dasselbe da. Ja. Machine for the legs is my favorite machine. I really like to do it. I do this every second week, so it's one of the best machines, I think. I'm prepared to do 10 to 12 reps in my set. Try to go very deep with my glutes. And
think it's very better to do very deep exercises. Last exercises, I do the leg extensions, the last 4 or 5 sets. So, but I try to do it not too heavy, so a little more easier, so to get more pump in my squats and to burn something in it. I like when my legs burn in the exercises. It's a good feeling. And after the training, you know what you've done. You know, after my training, I cannot really walk like before. So it's always after a leg training. Thank you.
I trained hamstrings in the same workout with my legs. This is one of my weak points, and I try to increase it. In the preparation for the contest, I train my hamstrings twice a week. So I need to increase my hamstrings from competition to competition. Das ist vorschriftsmäßig. Immer wieder aufräumen. So habe ich das gerne. Das zeichnet einen ordentlichen Menschen aus. Da ich hier ein sehr heller Hauttyp bin, kann ich mich nicht vorbereuen vom Wettkampf, da die
Haut nicht so die Farbe annimmt, wie sie sein sollte. Zum Beispiel wird gar nicht braun wie die anderen Leute, sag ich mal so. Und deswegen fange ich mit meiner Bräunung 2 Tage vorm Wettkampf an. Stimmt, vielleicht, weil du mit dem Zeug wurdest. Und meine Frau macht bis zu 6 Farbschichten drauf. Und dann, bevor ich nochmal auf die Bühne gehe, nochmal eine kleine oder 2 Schichten drauf. Und das hat bis jetzt immer gepasst. Und ich denke mal, ich hatte bis jetzt auch immer sehr gute Farbe. I'm very happy and very proud to be here. So to beat the Olympia this year, because it's my first pro year. After the 3rd show, I qualified me for the Olympia, and I'm happy. Thank you. Thank you, Dennis.